Hey YouTube und willkommen zu Hitman. Wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben bei unserer ersten Real-Mission. Wir haben das Video gesehen. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein paar Mal die Mission versucht, damit das nicht zu einem Mega-Desaster wird. Ich habe ein klares Ziel, wie wir die Zielperson erledigen können. Wobei sie die definitiv schwierigere wird von beiden. Naja, schauen wir mal in die Planung vorbei. Wir nehmen auf jeden Fall unsere Schallgedämpfte mit. Die Klavierseite. Haben wir noch mehr Zubehör. Und den Dietrich diesmal, der ist manchmal sehr nützlich. Wir gehen im Smoking rein und wir starten auch am Haupteingang. Los geht's. Welcome to Paris 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Thank you very much and welcome to Paris, mates. Willkommen in Frankreich hiermit. Wir sind angekommen. Das neue Hitman Live-Game. In der Zwischenzeit ist schon die zweite Mission draußen, das heißt, wir müssen uns sputen, es geht voran. Aber jetzt erstmal auf der Fashion Show in France. Und ich sage euch gleich, da drüben können wir auch einsteigen. Das ist ein Weg rein. Wir gehen aber mal den ganz normalen Weg, denn ich habe uns schon eine ziemlich coole Route rausgesucht und ich hoffe, dass das relativ smooth über die Bühne geht heute. Es wäre auf jeden Fall ein Kunststück, wenn wir es schaffen können, ohne aufzufliegen. Welcome to Saint-Gwen. Dankeschön. Das ist super höflich hier in Frankreich, oder? Und da haben wir ihn. That is Viktor Novikov, head of Saint-Gwen and ringleader of Iago. Quite the resume. Ma'am, wir sind mit deutlich zu dicht. Da haben wir ihn. Und unser Actionheld wird ständig bewacht von dieser Figur neben ihm. Schau mal mit der Krawatte da und seinem Einstecktuch. Daran erkennt ihr übrigens auch die Security Guard. Das sind die High-Level Security Guards. Die sind auf den oberen Stockwerken des Gebäudes zu finden. Entschuldigung, Nate. Und ich habe einen ganz speziellen Plan für die beiden, denn wir müssen nämlich erstmal den Wachmann ausschalten. Wir müssen nämlich erstmal den Typen hier loswerden. Und dann ist er ungeschützt. Es gibt viele Wege. Wir können auch direkt hier mal auf die Modenschau reingehen. Das ist alles ziemlich cool gemacht von der Atmosphäre und allem, wie das ganze Flair hier ist. Oh krass, ich war ja noch nie im Start dabei. Vielleicht warten wir mal eine ganz kurze Sekunde und schauen, wann das erste Model rausläuft. Ach, cool gemacht. Es gibt sogar einen Weg, wie wir als Hitman da rauflaufen können. Auf der Modenschau. Den Weg werden wir auch versuchen zu gehen. Ups, sollten wir nicht beides gleichzeitig suchen. Auf jeden Fall, wir können auch auf der Modenschau da laufen. Das sind ziemlich coole Sachen. Das sind die anderen Security-Freaks hier. Das sind die Low-Level-Securities. Wir versuchen natürlich auch, niemanden zu töten. Hier haben wir jetzt auch Gelegenheiten, wie ihr sehen könnt. Guck mal oben, neue Gelegenheit. Und wir können so wie aussehen wie der Typ und uns reinschleichen. Das werden wir auch machen, das ist mein präferierter Weg. Ja, wir können jetzt hier mit F1 den annehmen. Helmut Kruger ist friendly with Dalia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. So, gehen wir mal raus. His face paint conveniently obscures his features, Weg, den and the two of you already share a striking resemblance. Gehen wir mal hier in den Nebenraum rein. Okay. Man kann auch, wenn man erwischt wird, wieder rausgehen, das ist kein Problem. Dann ist einfach alles wieder cool, aber wir müssen da schnell mal kurz reinsneaken. Du kannst kurz abbiegen, wieder zumachen. Jetzt hat er ja natürlich vergessen, dass wir hier reingekrochen sind. Und wir können hier eine Wache reinlocken, indem wir das Ding anschalten. Dann greifen wir uns das Ding hier ab, verstecken uns schnell im Schrank und zimmern dem hier mal schön den Schraubenschlüssel an den Kopf. Und verstecken uns natürlich super unauffällig im Schrank und er macht den Schrank halb auf. Und dann rechtsklick und Scheiße, wir sind komprimiert. Das fängt gleich gut an. Das heißt, er hat uns gesehen. Das gibt Abzüge in der B-Note auf jeden Fall. Weil er hat sich umgedreht und hat uns gesehen, wie wir ihm das Ding an den Kopf gezimmert haben. Ja, jetzt hätten wir die Möglichkeit, ihn zu erledigen.
Ja, um das Genick zu brechen, um sozusagen die Zeugen verschweigen zu lassen. Aber sei es drum, wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen mal nicht so sein. Ja, wir wollen mal nicht jeden umbringen. Wir spielen einen guten Hitman. Also der hat uns auf jeden Fall gesehen und der wird uns identifizieren können bei den Bullen später. Scheiße! Aber das macht nichts. Auf I ist unser Inventar. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie wir die Waffen verstecken können. Einfach mit mittlerer Maustaste. Ja, Mausrad drücken. Tür zu, jetzt sind wir Security. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil uns die anderen Securities kennen. Da müssen wir jetzt wirklich Obacht geben. Da vorne der Typ. Aber ich glaube, wenn wir uns die Route habe ich schon relativ sauber drinne. Kurz mal ducken. Total unauffällig bewegen wir uns hier. Weißt du? Ducken uns, crouchen hier durch. Aber als Security Guard kommen wir auf jeden Fall mal hinten raus. Und wir bewegen uns zu diesem Ziel da vorne, hier 100 Meter. Auch ziemlich cool gemacht, die ganze Atmosphäre. Man kann das Spiel wirklich genießen eigentlich. Und es gibt so unendlich krass viele Wege, wie man das schaffen kann, das Ziel. Man könnte auch den. Ach scheiße, der sieht uns sowieso. Den müssen wir auch noch ausschalten. Zeige ich euch gleich mal eine neue Methode. Wir können nämlich uns hier an der Wand verstecken und ihn dann rüberziehen. Mal kurz den Hitman-Sinn reinmachen. Okay, die kommen von da. Müssen wir es ein bisschen abtimen. Ich will den hier ausschalten, weil der uns nämlich kennt. Und wir wollen uns da hinten hindurchboxen, diese Richtung, diese 71 Meter dahin. So, jetzt kassieren wir ihn ein. Stillhalten, halt still, mein Junge. Gutes Nächtle. So, ziehen können wir. Wir lassen ihn genau hier liegen. Es ging mir eigentlich nur darum, den Typen auszuschalten, weil der uns sonst gesehen hätte. Jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem, die Patrouille. Aber warte mal, wir haben ja einen Dietrich. Stimmt, diesmal haben wir ja einen Dietrich mit. Machen wir das mal. Hopp, einsetzen. Den ist auch immer gut dabei zu haben, weil das Ding ist nämlich verschlossen. Jetzt müssen wir ein bisschen höllisch aufpassen hier drin, weil hier drin sind nämlich. Machen wir auch gleich wieder zu. Hier drin ist nämlich abgesperrter Bereich. Hier darfst du als Security nicht rein. Hier dürfen nur diese High-End-Guards rein. Denn irgendwer hat uns auch gerade gesehen. Oh, scheiße, zwei. Ich hatte mir eigentlich gehofft, ich kann mir hier einen Einzelnen irgendwo schnappen. Weiß denn einzelnen Guard irgendwie, den wir hier kurz ausschalten. Wird wohl machbar sein. Wir können auch die Pistole rausziehen und einen verschießen. Aber das gibt dann immer so krasse Abzüge. Hast am Ende. Wuh! Hast am Ende wirklich Probleme. Okay, die Kameraden kommen hier wohl lang. Müssen wir schleunigst abzischen. Und die Steuerung handelt sich wirklich geil in dem Spiel. Macht Spaß. Die zwei laufen hier Patrouille. Ist sehr intuitiv. Alles mit Mausrad können wir hier die Waffe ziehen. Er versteckt die auch. Wenn man sich zum Beispiel dem Ziel nähert, versteckt er sie hinter seinem Rücken. Wenn man auf die zuläuft. Also man kann damit ziemlich geil arbeiten. Jetzt machen wir hier mal einen Jump. Ich habe doch da einen alleine gesehen, genau. Können wir den nicht ausschalten? Jetzt, die laufen hier ihre Patrouille. Uff. Nicht gut. Okay, also wenn wir den dort umlegen und den einfach liegen lassen, wird es nicht funktionieren. Verdammt. Ich hatte mir das einfacher erhofft. Aber es muss doch hier etwas geben, wie wir das machen können. Da gibt es nicht. Wir können uns hier nur. Machen wir hier auch noch auf. Da sind wir wieder raus aus dem gefährlichen Gebiet. Da können wir eh da rumlaufen. Dann ist nicht so schlimm. Hier dürfen wir uns aufhalten. Es gibt auch einen ziemlich geilen Weg, wie du beide gleichzeitig töten kannst, mal so nebenbei. Und zwar, indem wir das Feuerwerk hier starten. Dann geht hier voll die Feuer-Action los, ja. Und die beiden kommen raus. Einer auf dem Balkon oben, der andere unten. Und wenn du das richtig abtimest, kannst du sie von oben, kannst du dich oben einschleichen. Und dann sie runterschmeißen und die landet direkt auf ihm drauf und so tötest du beide. Ziemlich cool. Ob wir das heute hinkriegen, weiß ich nicht. Den hier wollen wir sein Outfit haben. Das ist ein ziemlich guter Weg. Und er wird seine Route hier hinten haben. Jetzt hackt sie ein bisschen. Es laggt. Dezent. Gehen wir kurz noch raus, dann funktioniert Fraps wieder deutlich besser. Hier unten läuft aber eine Wache lang. Wir haben aber hier gleich einen Platz, wo wir Wachen verstecken können.
Müssen wir halt schauen, dass wir uns jetzt langsam mal die Uniform der nächsthöheren Wachen besorgen. Das Spiel wird gespeichert. Den hier hätte ich gerne. Problem aber gerade hier sind, ist der Rest der Crew. Aber da wird er bald langlaufen. Okay, die machen hier Fotoshooting. Wir werden natürlich unser markanter Barcode irgendwie fällt nie auf. Aber okay, in der Welt von Hitman kennt keiner Hitman das Game selber. Love it. No, love it. Oh, oh, that's perfect. Okay, now if you could yes. Man kann sich sogar als Scheich verkleiden hier in dem Game. Ja, und an der Auktion selber auch teilnehmen und diese Knockliste selber ersteigern. Also es gibt so viele Wege, wie man es schaffen kann. Man kann sich auch einfach durchschleichen und alles umnieten. Oder der klassische Weg mit Rambo. Geht auch. Was ich auch Bock hätte, wäre mal das Feuerwerk zu starten und dann da hinten so mit der Sniper zu sitzen und wenn sie dann an den Balkon kommt, da oben sie runter zu snipen. Das ist schon auch ziemlich cool. Jetzt geht er auf jeden Fall mal auf Position. Wir folgen ihm. Als Security-Wachmann. Er sieht ziemlich cool aus. Und ihm passen auch komischerweise alle Klamotten. Das war ja schon immer so gewesen. So, hier haben wir unsere Wache. Da haben wir noch eine Wache. Ich hätte Bock, ihm einfach einen kurzen Headshot zu verpassen. Müssen wir gucken, dass wir das hier richtig timen, das Ganze. Der wird das wohl nicht sehen. So, wenn er jetzt sich bewegt, schlagen wir zu. Hoffentlich, ohne ihn in Alarm zu versetzen. Komm, 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 komm. Zeit ist unser Freund. Kleidung. Kleidung und ziehen. Verstecken das Ganze. Weg damit. Gut. Knarre können wir auch nehmen. Die dürfen wir jetzt offiziell tragen. Ich ziehe mir eine von der Security. Damit könnten wir schon mal fast nach oben kommen. Außer die andere Security kennen uns natürlich der ein oder andere. Aber man kann es schaffen. Wir können jetzt damit schon uns fast überall frei bewegen. Wir unterbrechen das Telefonat total unauffällig. Weißt du, mitten im Telefonat wird er erstmal erwürgt. Verkleiden uns als der. Ziehen die Leiche weg. Die müssen wir natürlich auch da verstecken. Aber jetzt haben wir ein Problem. Verstecken den erstmal vorläufig hier. Wir müssen auch die Knarre loswerden. Von wieder der liegt mit seinem geschminkten Gesicht. Können wir die Waffe eigentlich dumpen? Pass auf, die dumpen jetzt erstmal hier einfach. Wir nehmen wieder die Schallgedämpfte, falls irgendwer Alarm schlägt, dass wir den noch schnell umblasten. Weil mit der Schallgedämpften kannst du noch echt einiges retten. Auch wenn es da halt Negativpunkte kriegst, aber du kannst die Mission noch beenden. Okay, der haut ab. Dann machen wir das jetzt schnell. Unser Kruger, der muss da unbedingt rein, weil das hat mir schon öfters das Genick gebrochen, dass sie irgendwann in der Mission finden, die den auch, wenn du den hier einfach im Garten versteckst, den Typen. Ich hoffe, das geht gut jetzt. Den Typen einfach so auf offener Straße da nackt mit dem Glattarsch über die Straße schleifen. Und vor allem immer der Klamottenbeutel, ne? Hier liegt einfach Klamottenbeutel rum. Da liegt auch noch ein Klamottenbeutel. Jetzt greifen wir noch sein Phone ab, wo wir ihn ja über unterbrochen haben und rufen der Goalie an. Dahlia, sorry. Remind me again. Where were you supposed to meet? Second floor, Voltaire Suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or...? No, no, it's essential that you walk the runway. Do the job, then come see me right away. Okay, also ihr habt es gesehen, es ist essential, dass wir den Broadway laufen. Wir dumpen die Gun mal einfach hier irgendwie dezent, würde ich vorschlagen. Wo können wir die dumpen? Ich glaube, hier liegt sie ganz gut. Oder die lag da eigentlich schon nicht schlecht. Ich hab Schiss, dass die zwei das da... Wow, dass die das da sehen. Lassen wir es mal liegen. Hoffen wir mal, dass die Gun nicht auffällt. Ich bin mir eigentlich auch gar nicht sicher, ob die Gun überhaupt Alarm schlägt am Ende. An alle, die Hitman erfahren sind, unter euch bitte mir Nachsicht. Weil in dem Spiel musst du echt sauer aufpassen. Aber okay, besser ein bisschen Vorsicht als Nachsicht, ja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall rein und wir sollen den Walk of Fame sollen wir laufen. Müssen uns dazu noch ein bisschen schminken. Das kenne ich schon, diesen Ablauf. Aber wir werden eine coole Tötungsart anwenden.
um Dahlia zu erledigen, die ja die Hauptdrahtzieherin ist hier in dem Game, ne? Oder in der Mission. So, jetzt sind wir hier im Backstage-Bereich. Hier laufen die Models raus. Es gibt auch eine ziemlich coole Version mit diesen ganzen Kronen, also ganzen Lampen da. Die kann man runterkommen lassen. Da sterben aber ein Haufen Unschuldiger. Kannst du den Mann erledigen in der Mission. Weil der läuft hier mal unten immer, zieht hier immer seine Runde. Wir gehen uns kurz ein Make-up besorgen. Setzen uns einfach hin. Und der Rest geht von selbst. No problem, just sit back and relax. We'll take a sec. Appreciate it. Ach ja. Mach uns mal ein bisschen Make-up drauf, Kollege. Mach mal ein bisschen hübsch hier. Schon cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Mission. Die ist jetzt gerade heute, glaube ich, oder gestern freigeschaltet worden. Also da sind wir auch wieder frisch mit dabei. Die zocke ich auch gleich noch im Anschluss durch. Aha. Sehen wir doch aus wie Kruger, oder? Break a leg. So, wir dürfen aufstehen. Und wir sind Mr. Kruger. Soll das ein deutscher Name sein? Und jetzt laufen wir majestätisch den Walk of Fame. Moment, da gibt es eine Schere. Könnten wir eigentlich auch jemanden mit der Schere töten? Das gibt, du kannst mit allen möglichen Waffen die umlegen. Es gibt Bonus-Achievements. Es gibt sogar eine Nebenmission, da soll man den hier erledigen. Ohne, dass es auffällt. Wie das gehen soll, habe ich auch keine Ahnung. Da sind immer Leute um den rum. Wir laufen jetzt den Walk of Fame. Yes. Let's go. Wir stehen schon im Rampenlicht und warten auf unsere Tour. Crowd, geht durch. Das ist Mr. Kruger. Yes. Wir warten ganz schön lang. Lauf, Chica. Und dann wäre er zum Model geworden, oder? Ich glaube, der wird. Inventar kurz rein. Nicht, dass wir versehentlich die Knarre ziehen. Telefonat. Dürfen wir telefonieren? Ich laufe hier einfach mal. Das stört euch nicht. Ich bin Mr. Kruger. Ich darf das. So, wir können uns mit dem Outfit hier überall frei bewegen. Wir dürfen auch nach ganz oben damit. Und kriegen auch gar keine Probleme. Also es ist wirklich, glaube ich, der leichteste Weg, da mal hochzukommen. Das ist unser zweites Ziel. Man kann ihn auch mit diesem herunterfallenden Kronleuchter erledigen. Problem ist nur, dann sieht uns der Typ, da wäre die Winde dafür. Hier. Wenn wir jetzt da ein bisschen rumspielen, dann fällt das Ding runter. Was passiert denn nicht, wenn wir das machen? Egal. Ich finde schon noch meinen Weg, dich zu erledigen. Ich glaube, ich habe auch eine ganz gute Idee. Ich glaube, ich werde den mit dem Feuerwerk erledigen, weil sie kriegen wir jetzt dezent umgebracht. Danke. Das ist richtig, that's me, Mr. Kruger. Und hier würde ich mir gerne mal noch das Messer mitnehmen. Wenn er nicht schaut. Kannst du bitte wegschauen? Der Page mit iPad. Spielen wir da Solitär? Was macht der denn da bitte? Der spielt doch. Hör mal, das sieht doch aus wie von der PlayStation. Oder? Fast so wie die PlayStation Network. Aber Kehl gemacht. Geht das Ding aus? Ja, hau ab. Zock woanders, okay? Braucht man das Messer. Oh oh. I'm in trouble. I need help now. No. Fucking asshole. Scheiße. Jetzt sind wir aufgefallen. Wo haben wir denn gespeichert? Ach je, wir haben noch beim Walk of Fame gespeichert. Ist okay. Ich spiele das kurz und schneide das dann raus. Wir sehen uns gleich wieder beim Messer zurück. Perfect timing.
So, I was in the bathroom before, and I heard these guys talking about Helmut Krueger. Wow. So, willkommen zurück. Wir sind wieder da, wo wir vorher aufgehört haben. Oh, die Wache hätte es schon wieder fast gesehen. Hätte sich schon wieder fast versaut. Wir haben kein Messer eingesteckt. Nein. Gerade stehen. Soldat. Wie sieht's aus? Nice. Weitermachen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwas zu sagen haben. Irgendwie mag jeder diesen Mr. Krueger. So, wir können jetzt einfach ganz smooth da reinwalken. Möchte euch aber noch vorher schnell was zeigen. Oh, das ist der Security-Raum. Da kann man, wenn man hier Alarm auslöst, dann bringen die die beiden VIPs dahin. Und dann kann man, muss man die versuchen, da rauszuholen. Hallo. Das ist übrigens die Auction. Und man kann hier als Sheikh daran teilnehmen. Das ist eine Option, wie man das lösen kann. Wir beschäftigen uns aber nicht damit. Und man kann auch was für die zukünftigen Missionen machen, denn das, was wir hier machen, hat einen Einfluss auf das Spiel. Das werden wir gleich sehen. Wow, you're handsome. Like a I'm handsome? Was? Der hat uns gerade ein hübsches Mädchen genannt. Aber du Schwuchtel, ich bin schon vergeben, okay? Ich bin mit dem Töten verheiratet, okay? So, unsere Zielperson. So, Helmut, you accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show. So Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York. Seek out Jessica and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. So, und jetzt kommt unsere Tötungsmethode. Jetzt kommt unser Window. Sie gibt uns nämlich Gift für einen Job, den wir erledigen sollen für sie. Das können wir... Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wir nehmen das Sinai und gehen sofort hier hinten ran und vergiften das, während sie telefoniert. Man nennt das auch ein bisschen Punchen. Ja? Dem Sekt ein bisschen Punch gegeben. Nun setzen wir uns wieder hin. Put a detail on her and if she shows signs of cracking, pull her out. Fine. We'll talk later. Wir haben ja gesehen, was ihr für Bastarde seid. Darum sind wir auch gar nicht traurig, dass wir es machen. Endlich mal einen coolen Job. Nicht irgendwelche Businessleute erledigen. Diesmal ein paar Drecksäcke werden erledigt. So. Sorry about that, Helmut. So, a toast. To a fruitful collaboration. It's time. Zum Wohl. Well done, 47. Oh, Victor Novikov ist nicht. Ich hab mir den noch hingeguckt. Mit der Leiche. Okay, sie haben wir mal down. Schnell wegbringen. Man kann die Leute sogar saufen im Waschbett, in der Toilette, hey. Das gibt's auch. Wenn du sie dazu bringst zu kotzen, ja, dann kannst du die Leute in der Toilette saufen. Haben wir auch schon gesehen. Was haben wir hier noch Schönes liegen? Okay, jetzt müssen wir halt irgendwas finden, den anderen umzulegen. Und da meinte ich auch, das wird schwerer werden. Können wir noch abhauen. Ladies and gentlemen, classified documents leaked in the defense industry of Mexico. Also was die da alles verkaufen. So, wie kommen wir jetzt an den anderen Typen ran? Könnt ihr natürlich einfach hingehen und einfach wegsmoken. You gotta be. Was auch übrigens cool ist, wenn wir jetzt ganz dicht an die Leute rangehen und wirklich so richtig nah dran gehen, ja, und denen so voll stressen, fallen wir auch auf. Ja, die sehen dann, oh, das ist gar nicht der Krueger. Sondern man muss immer ein bisschen in Bewegung bleiben, muss immer seinen Abstand einhalten. Schnell durchhupfen, Auftrag erledigen, abdüsen. So, jetzt muss ich mal überlegen, irgendwo gab es hier Rattengift auch. Ah, ich weiß wo.
Ich weiß wo. Da, wo wir vorhin den einen Wachmann erledigt haben. Den wir ohnmächtig gemacht haben, nämlich hier. Hier können wir uns jetzt ja ungefährdet bewegen. Und den hat auch noch keiner gesehen, das ist schön. Hoffentlich bleibt das so. Da liegt er. Und hier gibt es nämlich Rattengift. Upp, das haben wir mitgenommen. Und da können wir das einsetzen. Moment. Genau. Da können wir das nämlich einsetzen, um diese Wache loszuwerden. Ja, diesen edlen Störenfried. Man kann das auch irgendwie einsetzen. Oder warte mal, im Keller gibt es auch eine Möglichkeit. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir müssen ja nur die Wache loswerden, dann können wir den Kronleuchter vielleicht einsetzen. So, die gehen hier ihre Patrouille ab und die fressen dann hier. So, und wenn wir hier gutes Fenster erwischen, können wir das mal kurz mit Gift, ja, können wir das mal hier vergiften. Weil hiervon frisst der Wachmann immer. Jedes Mal, wenn die hier durchgehen. Ich meine, wer würde das nicht machen? Ja, ich würde auch gerne mal hier sowas was mitgehen lassen. Was haben die denn hier Schönes? Für alles das Gleiche irgendwie, so Snacks, oder? Für die Party hier. So, jetzt. Oh, oh, schnell. Geh und enter. Komm schon, mach hin. Bevor sie sieht. Schon geschafft. Sehr gut. Rattengift ist drauf. Und wenn ich auf der Map richtig einschätze, kommt auch schon unsere Zielperson. Ja, tatsächlich. Gutes Timing, möchte man sagen. Zieh kurz die Knarre. Oh, was haben wir denn hier gemacht? Wir haben ja noch das Messer. Ich zieh kurz die Knarre. Jetzt hab ich was gesehen. Jesus, where are my peeping duck bills? I had them airlifted in from Lestrade's in London, for God's sake. So, der hat das gefressen. Do is serve the damn things. Yes, yes, sir, Mr. Novikov. Right away. Oh, I don't feel good at all. Hi, oh, what's wrong? You look awful. Oh, der geht an die Toilette. Machen wir mal hier zu. Wir gehen natürlich mit. Wir hätten ihn noch exekutieren können. Leider ist er nicht die Zielperson. Und wir wollen nicht Unschuldige umbringen. Wir nehmen uns sein Outfit. Und ziehen ihn. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Nicht, dass der Viktor Novikov uns da erkennt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn nicht, kommen wir zurück und holen uns das Kruger-Outfit wieder. Aber das Make-up müsste jetzt eigentlich weg sein. Mal so nebenbei, wie hat er das Make-up eigentlich weggekriegt, ja? Hat sich kurz auf Toilette gewaschen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Er kennt uns, scheiße. Okay, wir brauchen das Kruger-Outfit zurück. Wir konnten mal seinen Wachmann ausschalten. Besser wäre es gewesen, wir hätten Viktor hier reingekriegt. Dann hätten wir eine schöne Toilette ersaufen können. Egal, auch ohne Make-up sind wir Kruger. Und wir müssen gucken. Die Frau ist da. Moment, jetzt kann ich die Waffe nicht rausholen. Schauen wir mal, ob wir einen guten Moment erwischen. Guck mal hier. Alter. Hör mal, das ist gefährlich. Der Koch macht hier das Messer mit kinetischen Kräften. Ich renne da jetzt voll rein. Verrückt. Vielleicht erwischen wir einen ruhigen Moment. Man kann auch einen Drink für ihn manipulieren, wenn man sich als Barkeeper verkleidet. Dann kann man ihm einen Drink geben und ihn auf die Toilette bringen. Vielleicht könnte ich ihn von da drüben aus erschießen. Keine Ahnung, ich hoffe eigentlich darauf, dass er nochmal zu dieser Winde rüber geht. Bleiben wir einfach mal ein bisschen an ihm dran, vielleicht erwischen wir ihn im Moment. Julian wants to play the movie version of me that bad, he only had to ask. Diese ganzen Clowns hier. Oh, wie guckst du uns denn an? Guck bitte weg. Hallo. Perhaps later. There's something I need to attend to. Bleib mal an ihm dran. In the flesh. My, my, my. Looks like hell finally has frozen. I should hope not, Victor.
I know how you like it hot. Oh, was können wir denn da machen? No, thank you. I prefer a crowd. Untertauchen als Kellner. I just wanted to say this to your face. You're finished, Victor. The ground is slipping. I've seen the case Kamarov and the FSB are building against you in Moscow. Espionage, profiteering, insider trading. Quite the page turner. I see. Well, I hate to rain on your parade, dear Valerie, but... I also know about the VIP lounge. What's really going on up there? How exciting. If only I had time to listen to your crackpot theories, Valerie. But, alas, I have a show to run. To be continued, I'm sure. Hm, okay, die mag ihn auch nicht besonders. Jetzt kannst du bitte mal irgendwo hingehen, wo ich dich umbringen kann. Ja, kann ja nur so unhöflich sein. Weißt du, wir rennen den ganzen, haben den ganzen Tag Zeit, Mann. Ich werde hier nicht per Stunde bezahlt. Ich werde bezahlt, wenn dein Kopf in meiner Tasche auftaucht. Oh, look, it's Mr. Kruger. Indeed. Telefonnummern von mir kosten 20 Euro, okay? Yeah, für dich kommt es 15. Aha, aha! Na also, wenn das keine Einladung ist. Ich smoke den jetzt hier einfach kurz mal, oder? Stört euch auch nicht. Es gibt zwar Abzüge in der B-Note, aber... Both targets are down. Great work. Now head towards the next one. Novikov is down. Novikov was hit. Mister, yeah, you. What is this mess? You do this? Oh. You are seriously testing my patience. Den können wir hier noch ausschalten schnell. Der kommt mit uns mit. Der hat uns bemerkt. Okay, wir müssen... Verdammt! Achso, wir müssen nochmal nachsetzen. Okay, schleunigst abhauen. Warte, wir nehmen das mit. Können wir den hier hinten in den Kofferraum rein? Egal, keine Zeit. Kurz die Waffe nachgeladen. Einen sauberen Schuss und weg war er. Okay, wir sind auf jeden Fall aufgefallen. Hier übrigens liegt die VIP-Liste und da oben ist der Sheikh. Als den kann man sich auch verkleiden. Also das bringt einem aber auch nur Zugang zu den oberen Gefilden. Muss man aufpassen, die sind aufgescheucht. Scheiße, der sieht uns. Wir schleichen hier einfach mal gerade total verdächtig. Da wurde gerade jemand getötet. Okay, schauen wir mal, ob wir hier als Security-Man rauskommen. Weil die kennen uns hier alle. Die zwei zumindest. Wir können hier bestimmt einfach so. Okay, das war jetzt nicht die beste Art, das zu machen. Ich gebe es zu. Aber sei es drum. Wir haben es auf Anhieb geschafft, oder? Doch, nee, wir mussten einmal laden. Scheiße. Das habe ich versaut. Das Messer. Ach ja, das Messer. Das Messer hat uns das Genick gebrochen. So. Yes, yes, yes. So, einen Tag. Paris, einen Tag zu tun. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along.
I'm sure you have pretty dresses to attend to. Oha, sie hat gerade geschrieben, die Daten sind sicher. Victor! Und keine losen Enden zurücklassen. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Das sind keine losen Enden, das heißt auf gut Deutsch, der hat eigentlich den Tod angeordnet. Meisterschaft Stufe 7, 3000 für nächste. Schauen wir mal. Wir haben einen abgeschnitten. Bewertung. Naja, nicht so schlecht. Einsatzziel abgeschlossen. Ja, okay, nur 3 von 5. Okay, ja, der letzte Kill war halt echt doof, ey. Alle Kills unbemerkt. Echt, der ist unbemerkt gewesen? Keinen Körper gefunden? Null? Wie geht das? Keine Aufnahmen? Okay. Strafe für Nichtziel haben wir auch keine. Tja, wir haben das sauber abgeschlossen. Eliminiert, eliminiert. Nice, nice, nice. Okay. Schauen wir uns noch das Intro an zur nächsten Mission. Das haben wir sauber durchgezogen. Also anscheinend war es dann doch der Typ hinter ihm vielleicht, der das durchgesickert hat lassen, dass hier diese Liste, diese Auktion und so weiter startet. Und hier haben wir die nächste Mission. Was haben wir denn hier noch? Schwer zu fassendes Ziel. Gehen wir mal drauf. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Diese Intros sind so cool. Mission Status active. Die sind dran. Krasse Scheiße. Zerstören Sie das Virus. Boah, das müssen wir auch noch machen. Virus zerstören, die Forscher erledigen. Der sieht so ein bisschen aus wie von The Movie The Blow, oder Blow heißt der, mit Johnny Depp, ne, sein Kollege, der ihn verraten hat. Und die erinnert irgendwie hat die mich erinnert. Naja, auf jeden Fall müssen wir die beiden umlegen. Und es geht sich da um, ich hatte auch gesagt, um die ethnischen Grundsätze unseres Geschäftes. Das heißt also, die bedrohen sogar auch das Geschäft vom Hitman hier. Ach, guck mal, wie wir aussehen. Italienischer Anzug. Das ist ein Anzug. Das gefällt mir. Schmuggelobjekte. Können wir was reinschmuggeln? Unterschlupf. Wow. Krass, guck mal, was haben wir denn hier alles? Das Jäger-Agentur-Pickup. Taktische MP. Automatik. Geil, Alter. Coole Sache. Hau mal das Ding da rein. Und was können wir uns noch bringen lassen? Eine schallgedämpfte Gift. Ja, bring uns mal eine gescheite Waffe. Oder vielleicht die Sniper, vielleicht können die nützlich werden für uns. Nehmen wir die mal. Es könnte sein, dass wir einen sauberen Schuss setzen müssen. Ja, Münze und Klavierseite, ich denke mal, das ist immer... Das kann man immer gut gebrauchen. Mit der Klavierseite können wir beide umlegen. Okay. Dann hüpfen wir rein. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square.
The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Ach, geiler Start. Und wir sitzen mit der Zeitung vor dem Anwesen unserer Zielpersonen. In Italien, oder wo? Ja, in Italien. Schön. Naja dann, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich mache Schluss mit der Aufnahme. Probiere erstmal selber die Map durchzuziehen, dass ich dann, werde ich heute noch die zweite Aufnahme machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann begrüße ich euch zusammen zurück in Italien. Macht's gut.